Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egerson Spiel Civilization 5. Wir sind in Portugal und haben ganz schön eins auf die Nase bekommen von Captain Jack, nee, wie heißt er? Captain Morgan, bekannt aus der Fernsehwerbung. Wir haben zwei mickrige Städtchen, ja mickrig jetzt nicht, aber wenn man überlegt, dass uns Praga aus den Händen gerissen worden ist und Praga jetzt schon bei einer Größe von 8 ist, unsere Hauptstadt gerade mal bei 8, dann kann man schon mal von nicht groß reden. Außerdem sind wir unzufrieden. In zwei Runden bekommen wir ein Arbeitsboot, dann können wir die Wale holen und sie gegen mehr Elfenbein tauschen. Das Elfenbein ist so nah und doch so fern, aber da wird sich nichts machen lassen. Selbst das Salz hier ist schon von Winterfell und ich komme nicht drauf. Achso, hier haben sie ja eine neue Stadt gegründet auch. Die sieht man jetzt leider nicht, ist wieder. Städte sind wieder weg. Muss ich mal neu starten bei Gelegenheit. Auf jeden Fall haben wir eine schwere Zeit. Ich kann nicht davon aus, dass das Spiel noch zu gewinnen ist. Wir sind in Runde 190, aber ist jetzt schon gern Praga zurück. Gegebenenfalls auch Nassau. Und da müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie noch hier runter wollen. Oder aber wir pfeifen hier drauf und bauen die größte Marine, die die Welt je gesehen hat. Und gehen dann rüber auf die anderen Kontinente, um dann die größte Handelsmacht der Welt zu werden. Wir haben jetzt schon mit unseren 5 Handelswegen 50 Gold pro Runde, das sollte mehr sein als alle anderen. Und wir müssen halt noch zufrieden werden, das ist wichtig. Hier können wir weiter an- und umgreifen, wobei wir hier angegriffen werden vom Kompositbogenschützen, aber das sollte ja hoffentlich nicht dazu führen, dass wir sterben. Dafür ist die Triere dann doch zu stark, außer er hat jetzt 3, 4 Beförderung. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir gehen hier raus und teasen ihn so ein bisschen. Triple Marine finde ich gut und zurück nach Hause heilen. Hier stehen wir einfach, um sicherzustellen, dass niemand kommt, der die Wale hier plündert. Wir haben außerdem hier auch die Möglichkeit, nochmal abzugraden, zu befördern, besser gesagt. Und in Lisboa, unserer Hauptstadt, haben wir mit 999 Gold die Möglichkeit, noch einen Markt zu bauen. Und das wäre ja nice, einen Markt. Können wir den auch kaufen? Ich meine, der trägt sich ja selbst. Wir haben jetzt plus 84, ja, plus 52. Trägt sich nicht ganz so selbst. Dauert noch ein bisschen, bis der sich amortisiert. Aber dafür können wir jetzt in den Kornspeicher reinnehmen. Müssen wir gar nicht. Wir gehen in die Wassermühle für noch mehr Nahrung. Nahrung bringt uns aber auch nichts, wenn wir nicht zufrieden sind. Und zufrieden können wir nur sein, wenn wir mehr Schiffe haben. Aber Trieren sind jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Da warten wir lieber noch, bis wir die großen Pötte bauen können. Und bauen deshalb noch einen Kompositbogenschützen, der bei einer weiteren Invasion der unserer Piratennachbarn dann doch hoffentlich da in der Lage ist, so ein bisschen uns zu verteidigen. Wir bauen unsere Fischerboote, haben jetzt zweimal die Wale und können hoffentlich mit Eddie Stark traden. Jetzt ist er. Hallo. Wie wär's mit Elfenbein? Danke. Cool. Tschüss. Wir sind wieder zufrieden. Wir haben in Porto außerdem die Möglichkeit, auch wieder was zu bauen. Und da kommt der Schwertgaskatapult, Sperrgespeer, Karawane, Siedler, Bautrupp, Aquädukt, Leuchtturm. Ja, Leuchtturm auf jeden Fall. Um hier die Stadt noch weiter zu pushen. Wobei wir natürlich schauen müssen, dass wir hier und da noch so viele. Jetzt sind wir im Gebiet des Bösewichts. Und wir sehen, dass hier nichts mehr zu erwarten ist. Nichts Schlimmes von ihm. Hier unten noch ein Schiff hin. Dann können wir sicher sein, dass sie von da nicht kommen. Machen wir auch direkt. Und da fühle ich mich sicher. Da fühle ich mich sicher. Diese Engstelle hier werde ich sowas von blockieren. Viel Erfolg dabei, drumherum zu kommen. Wir haben die Triere hier auf Alert. Das auch die Karawane zieht weiter in dieselbe Stadt wie vorher auch, Winterfell. Alhambra ist gebaut worden. Glückwunsch. Alert hier zu bleiben ist auch ein bisschen Banane, weil er ständig was zu sehen hat. Wir werden uns diesen Schwertkämpfer einverleiben.
und machen hoffentlich so weiter. Hier mussten wir eh weg. Ihn hier können wir mit Stadt und Einheit snipen. Das können wir noch nicht snipen. Jetzt gehst du zurück wahrscheinlich und kannst fliehen. Da müssen wir auch mal was machen. Mit unseren Kompositbogenschützen gehen wir da raus. Und gegebenenfalls, er bringt ja nichts, wenn er hier steht. Wir können mit unserem Kompositbogenschützen so, der da jetzt schon ist, raus. Und dann dafür mit unserem Schwertkämpfer rein. Wobei das Feld auch gut ist, um die Felder hier alle zu kontrollieren. Das wäre dann ja nicht der Fall. Er hat sofort Heilung genommen. Sehr gut für uns. Das bedeutet nämlich, er ist da, hat auf eine Promotion verzichtet. Auf eine Promotion. Die uns ja noch zur. Die uns noch gefährlich werden hätte können. Kompost noch mehr. Ich brauche noch mehr Fernkampfeinheiten. Wir wollen hier. Wollen wir hier bleiben? Nee, wir gehen zurück nach Haus und heilen dort. Und du bleibst in der Stadt. Du heilst. Du kommst hier hin oder so. Von dort aus können wir ja auch kämpfen. Dann sind wir hier im Sumpf zwar, aber nun gut. White Harbor, 13 Gold. Beste Leben. Wir können weiter Dinge kaufen. Wie wäre es mit einer Bibliothek? Ja, plus als Wissenschaft für was bei Bürger. Das lohnt sich. Und bei nächster Gelegenheit noch ein Kolosseum. Das sind wir zukunftssicher, was die Zufriedenheit angeht, wenn unsere Städte weiter wachsen. Wir sind hier am Heilen und das ist gut so. Haben die beiden Felder im Blick, falls sich da jemand findet, den wir beschießen können. Da hat sich irgendwas getan. Dort haben sie nicht weiter ausgebaut. Das ist auch gut. Wir beschützen hier unseren Frachter. Sehr gut. Und in Porto Bauma auch eine Bibliothek. Nee, auch ein Markt. Können wir den kaufen? 680. Noch nicht. Da warten wir noch. Wir können auch Militär kaufen. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Und hier können wir ein paar Einheiten zerstören. Wir gehen dafür hier rüber. Und schießen hier drauf. Hier ist schon angeschlagen und überlebt's wieder. Vermaledeit, vermaledeit. Nun gut, wir warten hier weiter. Nächste Runde. Mit seinem Eintrefferpunkt kann er jetzt wieder zurück. Hierhin. Von mir aus. Kriegt er noch Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Das ist das richtig Schlimme daran. Heilen. Abwarten. Ja, hier ist super stark positioniert, wenn er mich fragt. Nächste Runde. Und jetzt, wo ihr geheilt seid, werden wir beide hier unten mit dazu machen. Und hier angreifen und hier angreifen. Genau, einmal hier. Nassau kann das Feld noch angreifen, aber das hier nicht mehr. Und die Karawane geht weiter nach White Harbor. Nächste Runde. Unbekannter Spieler hat seine Hauptstadt verloren. Wir sind nicht mehr der Schwächste, ohne dass wir groß was gemacht hätten. Haben hier einen Blick, was so geht und bleiben hier auch stehen erstmal. Tippitoppi, hier oben haben wir das Eisen an den Start gebracht. Außerdem können wir hier an der Süßwasserquelle noch einen Bauernhof bauen. Nächste Runde, in der dann der Kompositbogenschütze fertig ist. Der Markt dauert noch ein bisschen. Lischboa kann einen Gegner angreifen und zerstören. Ach, hätte er auf jeden Fall der Kompositbogenschütze machen müssen. Nun denn, du bleibst alert. Du baust Bauernhof, genau. Und hier sieht doch alles gut aus. Wir kontrollieren die Küstenregion, möchte ich behaupten. Und wir werden außerdem Garten auch gut. Wassermühle für mehr Produktion und Nahrung, aber auch halt Unterhalt, ne? Wir bauen Trieren, auch wenn der Kompass dann dazu führt,
dass wir schon upgraden müssen. Aber lieber Trieren upgraden, als jetzt noch weiter zu warten, bis ihr dann mit der Forschung fertig seid. Hafen ist natürlich auch super viel wert dann später. Und so langsam und sicher glaube ich, dass wir hier oben gar nicht mal so schlecht dann stehen. Klar, wir haben nicht die Nahkampfeinheiten, die wir brauchen, aber wenn wir mit den Schiffen Nassau und Praga angreifen, dann glaube ich, dass wir da gut aufgestellt sind. Weil wir hier stehen, ich überlege, ihm hier zu Hilfe zu kommen. Denn hier unten ist ja noch eine Einheit in der Triere. Aber sie haben nur Triere, ne? Also es ist nicht so, dass man, wenn man es denn dann in den Marinekampf geht, groß noch was anderes machen könnten. Es ist nur ein Auge drauf haben, dass sie hier oben nicht uns überfallen, aber da ist ja noch unser Superkompositbogenschütze da. Oder das Superpositionierte, besser gesagt. Ja, wir greifen an. Große Persönlichkeit bauen. Großer Admiral. Wie nice ist das denn? Du kannst über aha. Kannst du aber auch. Nee, musst da bleiben bei ihm. Naja. Ja, dann gib ihm den Rest. Das sind noch zwei weitere. Schauen wir mal, was wir mit denen machen. Aber da kommen wir gerne mit. Position wählen. Noch mehr Trieren. Da können wir noch zwei raushauen, bevor dann der Kompass fertig ist. Und du bleibst da. Schauen wir mal, ob sie ihn hier angreifen werden. Da kann ja nur einer rein. Sehr gut. Drei sind da. Wir ziehen uns zurück. Mit Kuala Lumpur haben wir kein Bad Business am Start. Dann passt das doch. Sehr gut. Gibt der große Admiral eigentlich auch einen Bonus? Ja, plus 15. Da schau her. Und auch du baust noch eine Triere. Und wir bleiben alert. Sollen sie kommen? Wo wollen sie denn hin? Tortuga hier unten so ein bisschen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir suchen die Herausforderung. Kann er nicht schaden, jetzt schon. Wir haben kein Ziel für unsere. Na gut, weil wir mit einem Krieg sind, ne? Wie sieht es denn überhaupt aus hier? Jemand muss ja doch auch keine Lust mehr haben. Na gut, wenn der Frachter, dann müssen wir mal schauen, ob wir in Lissabon einen Handelsweg einrichten können. Und die Karawane kann auch nach Winterfell, ja. Offene Grenzen immer. Oh, hoffentlich sind das super. Ja, natürlich. Nee, da ist er. Sehr gut. Kann Politik einführen. Ihre Erkundung Wirtschaft. Wir nehmen auf jeden Fall die Wirtschaft. Gold ist immer gut. Frachter. Kann tatsächlich für 16 Gold weiter. Nice. Wir gehen hier rein. Wir gehen da drauf und warten. So, wir können endlich Festungen errichten. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir in einem der Stadtstaaten was bauen könnten. Aber das muss noch warten. Wir sind bei null Zufriedenheit. Wir kaufen ein Kolosseum. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass es wichtiger ist, wenn wir unsere Schiffe dann upgraden, wenn es denn dann soweit ist. Nächste Runde. Gegebenenfalls zieht man sie auch wieder zurück. Ich gehe nicht davon aus, dass die beiden angreifen werden, was dann uns die Gelegenheit gibt, hier die Einheit zu töten, oder auch nicht? Wenn er mal wieder mit seinem einen Trefferpunkt überlebt, kann man nichts machen. Ne? Was will man machen? Nächste Triere am Start. Wir gehen auf unsere alte Position und warten hier ab. Produktion wählen. Noch eine Triere. Dann passt das doch. 5 Runden.
Tippitoppi. Nassau hat leider nur ein Feld, von dem man aus angreifen kann. So, jetzt haben wir ihn aber. Hier gehen wir auf Sofortheilung, auch wenn das vielen nicht gefallen wird. Aber wir brauchen die Trefferpunkte. So, und dann können wir mal bei Belgrad vorbeischauen. Oder hier herum segeln. Tortuga können wir einnehmen, Liogane schon, Puerto Cabello können wir einnehmen. Petit Guave ist natürlich super einzunehmen. Idealerweise hätten wir hier eine Stadt, die als Panama-Kanal dient. Wenn wir das hätten, dann würden wir die Welt kontrollieren, weil man hier oben, glaube ich, nicht durch kann und hier unten schon. Aber ist ein sehr weiter Weg. Da müssen wir aber Genf einnehmen, niederbrennen und dann hier oder hier eine neue Stadt gründen. Aber wäre jetzt nicht völlig daneben, darüber nachzudenken. Will er angreifen? Er greift an. Da hat er aber mit dem falschen Armdrücken gemacht. Bevor wir upgraden, ziehen wir uns zurück. Gehen hier rüber für die Flankierung. Das hier überleben wir und das hier überleben wir. Und damit ist die Marine Geschichte. Einheit befördert und du kommst hier rüber. Du bleibst da. Du gehst dahin. Du kannst zweimal pro Runde angreifen und das machst du auch. Bevor du dich dann mit Geleitschutz auf dem Rückweg machst. Wir gehen hier nochmal in den Kompositbogenschützen rein, bevor wir da noch ein paar Nahkampfeinheiten bauen. Das Geld haben wir, um diese Armee zu finanzieren. Wir gehen mit dir vor und testen die Gewässer. Und da hat er tatsächlich eine Karacke am Start. Unglaublich. Wir versuchen ihn hier oben ein bisschen abzulenken. Einer bin ich Befehle. Hier oben bist du fertig. Du willst hier Sägewerke errichten. Okay. Nächste Runde. Die Karacke kann ja jetzt nicht von heute auf morgen alles kaputt hauen. 34-20. Wir schicken ein bisschen was nach. So weit wollen wir nicht reingehen. Wenn du hier stehen bleiben würdest, dann wärst du Kanonenfutter. Aber ich glaube, das müssen wir in Kauf nehmen, um sicherzustellen, dass die anderen überleben. Du musst dich auf jeden Fall zurückziehen. Warte mal. Der große Admiral kann alle reparieren. Zack. Und jetzt guckst du mal, was du mit deiner Karacke machen willst. Hahaha. Oh, jetzt können wir uns nicht mehr bewegen. Nee, ja, das sowieso nicht. Okay, gut. Ja, dann baut doch so ein Sägewerk. Hier machen wir nichts. Hier auch nicht. Nächste Runde. Kann sie aufs Ozeanfeld? Minus 40. Soweit so gut. Wir ziehen es zurück. Tauschen gegen dich. Du kannst zweimal angreifen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch machen. Zack. Noch mehr Erfahrungspunkte mitgenommen. Neisenstein. Wir haben ja auf 15% Angriffspunkte verzichtet. Aber im Gegenzug haben wir halt unsere komplette Flotte. Jetzt. Wegen einem Punkt müssen wir noch eine weitere Runde warten, bis wir unsere Flotte hier upgraden können. Aber nun denn, wir gehen hier hoch. Hier können wir nichts machen, hier auch nichts. Und da können wir auch nichts machen, weil das alles so nah an der Stadt wäre, dass wir das nicht machen wollen. Weiter nach Winterfell. Die nächste Einheit ist ready. Und jetzt gehen sie auf Karaken. Ich glaube es nicht. Bleib in der Stadt. Kannst du nicht hier angreifen? Hast du schon? Okay,
Tiere. Ja, ich würde halt gerne jetzt noch was anderes bauen. Aber dann brauchen wir wohl eine Runde Kolosseum. Gucken, was er macht. Wohlgenährtesten Völker, da geht es uns doch gut. Kompass entdeckt. Hier vorbei. Jawohl, ja. Du kommst hier raus. Wirst zur Nau. Du gehst hier rein, wirst zur Nau. Du kommst hier mit hin. Du kommst hier mit hin. Und du findest hier Platz. Angreifen, angreifen. Was hat er vor? Ist er im Krieg? Welcome, what is your purpose? Krieg gegen Henry Morgan. Was sagt er dafür? Der wird doch nicht zu uns kommen wollen. Nee, das ist ja die völlig falsche Richtung. Schauen wir mal. Wir nehmen die Reiterei mit, sind nur noch drei Runden. Passt schon. Und wir haben auf jeden Fall genügend Gold, um all unsere Schiffe upgraden zu können. Und werden jetzt auch Häfen bauen. Können wir den Hafen kaufen? Ja. 70 Gold. Und können wir noch eine Nau? Nee. Fernkampfangriff, Galeasse. Was brauchen wir denn für. Also Ozeane können wir schon weg. Nein, können wir noch nicht. Wir müssen hier Fortbewegung. Brauchen die Astronomie? Gehen wir dahin. Und es geht auch über Reiterei. Dann passt das doch. Wir bauen eine Galeasse. Oder zwei. Um auch Fernkampfangriffe durchführen zu können. Bevor wir unsere Stadt zurückholen. Außerdem haben wir einen Spion am Start. Den schicken wir natürlich in die Hauptstadt unseres Verbündeten als Diplomat. Zack, zack, zack. Wo ist er hin? Nicht hier. Upgrade. Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr, weil wir diesen Hafen gekauft haben. Von wem bist du angegriffen worden? Sieht gut aus. Kannst du nicht hier bleiben? Doch. Nächste Runde. Von wem bist du angegriffen worden? Guckt man einmal nicht hin. Upgrade. Gut. Drei Runden, dann haben wir genügend Geld, um die anderen auch abzugraden. Ah, hier! Coolio. Läuft. Erste Schlacht gewonnen. Wo will er hin? Ich meine, mit Belagerungseinheiten wird er. Der wird doch nicht. Nee, macht er nicht. Gegen uns? Niemals. Oder? Wer weiß. Notre Dame. Von Eddie Stark vollendet. Okay, jetzt geht er doch hier in die Richtung. Seltsam. Hier in der Wüste würden wir es ja mitbekommen. Hoffe ich doch mal. Wir nehmen Genauigkeit und gehen hier auf den. Ist kein Hügel. Wir gehen trotzdem hier hin und gucken. Und kompensiert Bogenschütze, um uns zu verteidigen. Galeasse. Nao. Weißt du, kann einmalig exotische Güter an ein fremdes Geländefeld verkaufen, um je nach Entfernung zur Hauptstadt Gold und Erfahrungspunkte zu erhalten. Gold. Und das kann er überall machen. Verkauft ihre Fracht und bringt Gold und Erfahrung. So, jener weiter von der Hauptstadt entfernt, desto mehr. Die Sache kann es nur einmal tun. Aber sie bringt Gold wieder rein. Wie cool ist das denn? Schauen wir dann. Wir sollten sie hier auf jeden Fall nicht verlieren. Ne? wir ziehen uns hier zurück. Den Angriff wollen wir gar nicht erst machen.
Warten hier weiter. Doch die Nao kann rein. Okay, cool. Und jetzt ist es ein Pikenier, der keinen Support hat. Und dann in der nächsten Runde vielleicht von uns angegriffen wird. Hier zum Beispiel. Und hier natürlich. Ja, sehr nice. Dann kriegt der nächste seine Promotion, sein Upgrade. Ein Gold zu wenig. Nun denn. Und wir können einen weiteren. Kann ich hier nochmal angreifen? Nee. Und wir können einen weiteren Handelsweg errichten. Auch gut, auch gut. Aber aktuell haben wir andere Pläne. Wobei wir natürlich jetzt mal mit einem von dir, weiß nicht, hier hin können. Einfach mal um zu gucken, ne? 127 Gold plus 11 Erfahrungspunkte. Und wenn wir hier hinfahren, nach Byblos, dann werden wir rausfinden, wie viel wir da bekommen. Aber dann lass uns das doch hier auch machen, dann direkt mal. 127 Gold, mach mal hier den. Fit, 11 Erfahrungspunkte und du kannst dich noch weiter bewegen. Da wollen wir nicht angreifen, da wollen wir auch nicht hin. Dann bleiben wir hier erstmal. Und du bekommst in der nächsten Runde ein Upgrade. Okay, keine Armee, die uns jetzt irgendwie erwartet. Na, Langschwertkämpfer. Schauen wir mal. Gut, dass niemand berittene Einheiten hat. Da müssen wir keinen nicht umschwenken auf Pikeniere. Doppelmarine. 145 Gold. Nehmen wir mit. Um dich abzugraden. Also, weil ihr Ozean überqueren könnt, wird das ein ganz spannendes Dingelchen. Okay. Wir greifen hier an. Töten hier. Und dann sieht es langsam, was ist ja schlecht für sie aus, ne? Sie haben hier Pikeniere, Schwertkämpfer. Aber. Zur See. See ist schlecht für sie. Wenn es ja Fernkampfeinheiten wären, das wäre gut. Aber so haben wir erstmal die Hoheit über unsere eigenen Küsten. Das ist doch auch gut. Während wir hier dafür sorgen können, dass ihr alle sterben werdet. Armbrustschützen haben sie jetzt abgegradet. Hi, Danae. Wir packen hier alle zusammen. Frachten, frachten nach wie vor nach White Harbor. Das ist am safesten. Und schauen mal, ob wir hier nicht irgendwo was plündern können. Die Wale zum Beispiel. Sind da Fischerboote? Sieht nicht so aus, als ob da Fischerboote wären. Hat er noch keine gebaut? Da, jetzt können wir endlich einen Faitoria errichten. Das würde ich dann gerne hier machen, falls möglich. Und noch weitere Nahos hier runterschicken. Wir können jetzt doch über Ozeane gehen. Okay. Dann entdecken wir mal die Welt, würde ich sagen, in der nächsten Runde. Alle sind so ein bisschen angeschlagen. Vor allem du, das will ich nicht. Du gehst heilen. Du bist unser Flaggschiff sozusagen. Und die ganzen Naos werden sich jetzt hier auf den Weg machen, die Welt zu erobern. Entern 3. Und du bekommst Genauigkeit 2. Warum jetzt erst? Du musst doch schon viel, viel mehr Erfahrungspunkte gesammelt haben. Und da ist noch eine Galeasse, die wir in der nächsten Folge mitnehmen können. Und wir entdecken einen neuen Kontinent. Hallo, Karl Drogo. Du hast Wein? Ist nicht. Schön für dich.
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich darauf, euch nächste Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Son.